geht weiter mit unserer Babyshorts. So, wir haben jetzt dieses Stück bis hierhin gestrickt. Also 28 Reihen, die Mitte rechts an den beiden Seiten nur links gestrickt. Dann haben wir auf beiden Seiten Maschen abgekettet. Also einmal 10 Maschen, dann in der Mitte weiter stricken mit 24 Maschen rechts und auf der anderen Seite auch nochmal 10 Maschen abketten. Ich zeige euch das nochmal an einem Stück. Also 10 Maschen abketten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann 24 Maschen stricken und die letzten 10 Maschen auch abketten. Nummer 2, 4, 6, 8, 10. So, jetzt hier wieder 10 Maschen abketten. So, dann müsst ihr den Faden abschneiden und dann mit einem neuen Faden hier weiterarbeiten. Also dann hier an den Seiten weiterarbeiten. Ihr strickt erstmal eine Reihe rechts weiter runter. Dann nehmt ihr wieder den neuen Faden, setzt den da an und macht einen Knoten. Strickt eine Reihe rechts, diese mittlere Maschen rechts stricken, und dann kettet ihr eine Masche jeweils an der Seite ab, bis 18 Maschen übrig bleiben. Also 6 Maschen abketten insgesamt, bis 18 Maschen übrig bleiben. Das zeige ich euch nochmal. Also an der Seite eine Masche abketten, weiter stricken, bis ihr nur noch 18 Maschen habt. So, und dann an der Seite nochmal Masche abketten und weiter stricken rechts.
So, das macht ihr jetzt jeweils 2, 4, 6 Mal. Und dann müsst ihr wieder Maschen zunehmen. Das zeige ich euch jetzt auch. Das mache ich auch an diesem Stück, an diesem Probestück. Also hier, das ist der Vorderteil. Wenn ihr das so umklappt, seht ihr das? Genau, da wieder Maschen zunehmen. Und zwar 9 Maschen zunehmen. 1, 2, mach's nochmal. Also ihr geht durch die Masche durch, holt euch von hinten einen Faden und zieht den über und habt eine Masche. Das macht ihr jetzt 9 Mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. Und dann strickt ihr bis zum anderen Ende. Erstmal die 4 Maschen wieder links stricken. 1, 2, 3, 4 Maschen links. Dann rechts weiter stricken bis zum Ende. Und da dann auch nochmal 9 Maschen zunehmen. So, jetzt nehmen wir am Ende der Reihe 9 Maschen zu. Das mache ich dann so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann stricke ich wieder die ersten 4 Maschen links, das ist ja hier die Seite. 1, 2, 3, 4. Und in der Rückreihe stricken wir ja links weiter. Rückreihe stricken wir links. Bis zum Reihenende. Genau, dann haben wir hier an beiden Seiten die Zunahmen, wie hier. Dann stricken wir 2, 4, 6, 8, 10 Reihen so weiter und machen dann eine Knopföffnung. Die Knopföffnung geht so, das kann ich euch hier an dem Stück nochmal zeigen. Wenn wir hier 5 Maschen haben, strickt ihr 2 Maschen links, dann 2 Maschen zusammenstricken und die 2 Maschen wieder links stricken. Und wenn ihr dann gewendet habt und da wieder ankommt, hier in dem Loch, dann strickt ihr so 2 Maschen links wieder, eine Zunahme, eine Masche zunehmen und 1, 2, 3. Da habt ihr das Loch drin. Und das macht ihr jeweils 1, 2, 3 Löcher macht ihr. Dann strickt ihr wieder 10 Reihen.
Dann macht ihr wieder ein Loch und dann strickt ihr wieder 10 rein, macht wieder ein Loch. Also 10, 20, 30 rein. Und dann macht ihr wieder ein Rippenmuster. Da strickt ihr wieder 4 Maschen links an den Seiten jeweils und macht 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel. Das macht ihr wieder 6 rein und dann kettet ihr die Masche ab. Und dann ist auch die Short, das Höschen, fertig. Ihr müsst dann nur noch, das ist hier der Anfang gewesen, an den Seiten hier die Knöpfe dran nähen. 1, 2, 3, also 6 Knöpfe hier an den Seiten, da wo die Knopflöcher sind. Und dann können wir das Ganze hier an den Seiten mit den Knöpfen schließen. Hier ist die Öffnung von den Füßen und so ist das ganze Stück. Viel Spaß beim Nachstricken.